Guten Morgen! Es ist wieder Wochenstart und ich hatte gestern oder vorgestern mittlerweile kann man ja sagen, Grillen in meinem Garten gehabt. Und zwar waren wieder viele, viele Menschen zugegen. Und ich habe auch gleich direkt ein paar Impressionen mitgebracht von dem veganen Grill, was es wieder zu essen gab. So, jetzt sind wir hier wieder am, der Grill ist sozusagen schon bereit. Und wir haben auch jetzt, also mein Experiment war mal Pizza probieren. Das ist also Pizzateig. Und da mache ich kleine Pizzas und das, die sollen dann da drauf. Und da bin ich gespannt, ob das funktioniert. So, und dann haben wir ja frisch aus dem Garten, Zucchini, Aubergine, alles frisch aus dem Garten. Das sind die Pizzas. Das ist ein Kuchen, ein Apfelkuchen. Geburtstagskuchen. Ein Geburtstagskuchen für irgendjemanden. Und das ist Zucchini-Salat. Das frisch. Und hier, guck mal an, ja. Wow. Alles grün, 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 grün. Das ist Kartoffelsalat und das ist ein Multi-Supersalat und viele, viele Soßen und übrigens auch mal Kürbisketchup zum Probieren extra. Ja, und das ist, uns geht sozusagen wunderbar. So, und dann haben wir natürlich nicht zu vergessen, Linsenbouletten. Da bin ich sehr gespannt, ob ich da wieder einen Anfall kriege, weil von Linsen kriege ich normalerweise immer so das Kratzen im Hals. Aber ich probiere das natürlich aus. Notarztnummer ist vorgewählt. Und ja, zum Grillen hier, was immer gut kommt, Zucchini. Ja, jetzt habt ihr gesehen, dass wieder ein buntes Potpourri an Auswahl da war. Ich habe sogar einen kleinen Geburtstagskuchen gekriegt und oh Wunder, die Pizza ist gut angekommen. Die ganzen gesundheitsbewussten Menschen haben sich auf das Gluten-Experiment eingelassen. Bis auf natürlich die Silke, die hat wieder mal eine Extrawurst gekriegt und ja, entsprechend ja, war wunderbar. Kam auch gut an, ist auch gut geworden. Also Dinkel-Vollkornmehl funktioniert auch mit einer Pizza. Und das Coole war, wo ich die auf den Grill gelegt habe, da sind die so aufgegangen wie so Fladen. Da konnte man die auch so wie Taschen befüllen und das war richtig, richtig geil. Schade, dass ich davon leider kein Video gemacht habe, aber ich war so in Feierlaune und so weiter. Aber eine Sache ist mir wieder so richtig aufgefallen. Glück im Leben bedeutet auch auf jeden Fall, sich mit Leuten zu umgeben, die man mag und Leuten zu umgeben, mit denen man auf einer Wellenlänge ist. Du fühlst dich so wohl in dieser Zeit. Das ist der pure Genuss des Lebens, in der Präsenz zu sein. Und das ist das Entscheidende. Und versucht das wirklich auch in euer Leben zu integrieren. Wenn ihr mit jemandem nicht könnt, dann verbringt keine Zeit mit ihm. Und klar, wenn es arbeitstechnisch sich nicht umgehen lässt, dann minimiert die Zeit so weit wie es möglich geht. Setzt euch da gar nicht groß mit auseinander, sondern versucht einfach zu vermeiden und sucht die Leute, wo ihr euch wohlfühlt. Egal was andere Leute sagen, wenn ihr mit dem Straßenpenner beim Aldi, der ein Bier säuft, euch wohlfühlt, dann stellt euch dazu und scheißegal was die anderen Leute dazu euch sagen. Wirklich, das ist so meine Message an euch, dass ihr wirklich diesen Drang habt, mit Leuten euch wirklich zu umgeben, die ihr mögt und wo ihr euch gut fühlt. Das ist so extrem wichtig. Viele unterschätzen das. Ja, das dazu. Ansonsten habe ich mich wieder gewogen. Eine Woche ist um. Essen ohne Denken. EOD Challenge. Und ja, ich muss sagen, diese Woche ist nicht so gut gelaufen wie die anderen Wochen, aber trotzdem 500 Gramm abgenommen. Das heißt, ich habe jetzt 3,7 Gramm abgenommen. Und 3,7 Gramm. Ja, das wäre natürlich nicht so. Aber 3,7 Kilo habe ich abgenommen in 5 Wochen jetzt und ich muss sagen, diese Woche war die schlechteste Woche. Ich habe zwar die Woche vorher viel Zahnschmerzen gehabt, aber diese Woche war ich ganz schön viel unterwegs und habe oft auswärtig gegessen und doch mal ein Gespräch geführt, aber es ist trotzdem gut gegangen, aus dem einfachen Grunde, weil ich immer, wo ich die Portion gekauft habe oder mir selber gemacht habe, habe ich immer bei der Portion lieber ein bisschen weniger genommen. Eben aus dem Grund, weil ich wusste, in dem Moment muss ich Fleisch denken oder ich muss Fleisch reden. Aber definitiv, das Ding ist eine absolute Bombe. Und ich würde das gerne in die Welt hinausschreien, weil es einfach so einfach ist. Du musst einfach aufhören zu denken beim Essen. Achte auf dein Essen und du nimmst ab. Und also diese Erkenntnis, das ist so, muss ich sagen, neben der veganen Ernährung an sich, dass also vegane Ernährung mir so einen Boost geschafft hat, ist das absolut für dieses Jahr die Sache, wo ich sage, da bin ich total geflasht davon. Und ich bin gespannt, ich werde das weitermachen, ob das irgendwann ein Ende hat, ob ich irgendwann so viel abgenommen habe, dass ich verschwunden bin oder was dann eigentlich passiert. Das muss ich ja eigentlich irgendwann einpegeln. Aber das wird die Zeit zeigen. Ihr werdet das natürlich hier live mitbekommen. Und ja, ich freue mich dann schon auf morgen, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.